Hier, da waren ja so diese Bundesdingswahlen letztens wieder, ja. Da bin ich auch nicht hingegangen, weil das bringt ja sowieso nichts. Und ich verstehe auch nicht, warum hier da die Leute zur Wahl gehen, weil das ändert ja auch nichts, ne? Also erst einmal, Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie. Deutschland ist ein Bundesstaat, deswegen gibt es auch die Länderparlamente. Das Volk ist der Souverän, aus dem Latein super anus, super laranus. Das bedeutet der Inhaber der Staatsgewalt. Das Volk bestimmt über Wahlen die Politik des Landes. Neben dem Bundesparlament, dem Bundestag, gibt es noch 16 weitere Länderparlamente in Deutschland. Der Bundestag wählt dabei den Bundeskanzler. Meist kann eine Partei alleine nicht 50% der Stimmen erreichen, deswegen muss die größte Partei eine Koalition eingehen. Jetzt bei der letzten Wahl hätten das Linke, SPD und Grüne auch geschafft, 51% zu erreichen, sie wollten nur nicht. Der Bundespräsident hingegen wird aus den Abgeordneten des Bundestages und nochmal so vielen Abgeordneten der Länderparlamente gewählt. Im Gegensatz zum Bundeskanzler hat der Bundespräsident nicht so hohe Machtbefugnisse. Er kann nur sich weigern, Gesetze zu unterschreiben, die verfassungswidrig hält. Das ist in der Geschichte auch schon mal passiert, die Daten unter dem Video nachher. Der Bundeskanzler hat die Richtlinienkompetenz in der Politik, das heißt, er bestimmt grob die Richtung, ist aber nicht für Einzelfallentscheidungen zuständig. Das ist Sache der Ressortminister, so Außenpolitik, Innenpolitik, Gesundheitspolitik, Arbeitsmarktpolitik und so weiter. Abgesehen vom Bund und den Ländern gibt es natürlich doch die Gemeinde und Kreise, wo Parteien natürlich auch ihre Politik durchziehen. Wenn man anfängt, Politik zu machen, dann passiert das in den Kreisen. Man fängt nicht im Landtag oder im Bundestag damit an. Im Kreisverband sieht man auch, wie die politischen Parteien grundsätzlich arbeiten. Das ist meist weniger professionell als die oberen Ebenen, aber man kann sich einen Einblick verschaffen. Genauso sind Mitgliederversammlungen meist öffentlich und man kann daran teilnehmen, ohne Mitglied der Partei zu sein. Parteien und damit unsere Demokratie lebt von der Arbeit in den Kreisen. Der Wahl-O-Mat, Link nachher unten, ist eine gute Möglichkeit herauszufinden, welche Partei zu einem passt. Dass Wählen nichts bringt, ist totaler Bockmist, denn je weniger Leute wählen gehen, desto mehr Macht haben die Leute, die wählen gehen. Und gewisse Personengruppen, die meist etwas weiter rechts von mir stehen, gehen immer zur Wahl. Die sind am Samstagabend noch besoffen, stehen aber morgens um 8 am Sonntag bei der Wahl an der Urne machen. Puff. Ihr könnt natürlich keine Einzelfallentscheidung treffen mit eurer Stimme, aber mit eurer Stimme, die ihr bei Bund- und Landtagswahlen, auch Kommunalwahlen abgebt, bestimmt ihr die grobe Richtung, in die das Land gehen soll. Und das ist auch schon sehr viel wert. Atomkraft, nein, danke, war Sache der Grünen. Die haben sich damit durchgesetzt. Nochmal zurück, 30 Jahre, da war von Atomkraft mies, gar keine Rede. Man hat Atomkraft weggebaut und bescheuert. Jetzt ist das weg. Tja, wenn euch die Politik Deutschlands nicht gefällt, dann müsst ihr die Kreuzchen halt nicht bei den oberen ersten Parteien machen, sondern vielleicht ein bisschen weiter unten auf der Liste. Nicht unbedingt bei den rechten Parteien. Man kann auch einfach mal die grauen Panther wählen, wenn man Bock dazu hat. Hauptsache, ihr gebt eure Meinung kund über die Wahl. Ein Abschlusssatz, bevor der Katzenbonus gleich kommt. Ihr seid der Souverän. Ihr bestimmt mit der Wahl, was der Staat machen soll. Also nutzt das. Katzenbonus. Hey, Süßer. Hier. Was? Machst du da? Na, ist so schlimm. Ohne euch gibt es keine Demokratie.